Für Angela kommt zuerst die Liebe. Ach, du hast so lange darauf gewartet, stimmt's nicht? Oh ja. Und dann die Hochzeit. Angela? Schon geil, was? Wie bitte? Die Ehe, meine ich. Und dann kommt dieser magische Augenblick, der sich für alle lohnt. Meine Mandantin verlangt eine Abfindung von... $100.000. Ach so, und sie bekommt den Mercedes. Und das alles verdankt sie dieser anderen Frau. Wie war die Hochzeit? Wunderschön. Wie alle meine Hochzeiten. Ihrer Tochter. Hey, Mom! Die unglaubliche Geschichte zweier Betrügerinnen. Erstmal besorgen wir uns ein Zimmer. Oh mein Gott, sie hat sich den Kopf aufgeschlagen. Es geht ihr bestimmt gleich wieder besser. Die nie wegen des Geldes heiraten würden. Nennen Sie mich Olga. Was ist dieser Tensi, die größte tickende Nikotinbombe der Ostküste? Es sei denn... Das tut mir furchtbar leid. Es gibt eine Menge davon. Sie erledigen Ihre Arbeit wirklich mit Hingabe. Sie wollen meine Firma verklagen, weil der Nikotingehalt in unseren Zigaretten zu hoch sein soll. Die Tabakkonzerne wurden ohne den geringsten Beweis verurteilt. Was geschieht? Oh oh. Angela! Wenn die Liebe zum Schlachtfeld wird. Ihr habt mich verarscht. Und Sex zur Waffe. Warum wohl läufst du den weiten Weg, um mir einen Drink anzubieten? Hm, weil ich der Barkeeper bin, würde ich sagen. Oh. Und jeder Hochzeitstag... Gibt es nicht einen Ort, wo wir unsere Beziehung zueinander vertiefen können? Ist Zahltag. Moment mal, du bist ihre Mutter? Ich glaube, ich muss kotzen. Dafür werdet ihr beide in einer schimmligen Zelle vergammelt. Ohne Beleuchtung. Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, Ray Liotta. Seht mal da, ein Fisch. Erwischt. Jason Lee und Gene Hackman. Lass mich rein. Ich habe eine Überraschung. Ich bin nackt. Das ist kein Problem für mich. Heartbreakers. Bei euch hilft nur noch Langzeitanalyse mit Schocktherapie.